Das Theater der Nacht präsentiert. Eine Bühne. Ein charismatischer Moderator. Eine fachkundige Jury. Ein Hamster in der Regie. Eine gemeinsame Mission. Tja, und wieder einmal ist es soweit. Herzlich willkommen zu DTDN, SDDA, IMDSN, zum goldenen Abendstern im Mondlicht des südniedersächsischen Nachthimmels. Ja, so viel Zeit muss sein, auch wenn mein kleiner, haariger Freund Giovanni mich zur Eile antreibt. Heute haben wir etwas Zeit, denn der Gast, den wir haben, der improvisiert. Ich kann überhaupt nicht anmoderieren. Herzlich willkommen, Lars Wetzold! Hallo. Oh. Ja, also Lars Wetzold wird für uns improvisieren. Viel Vergnügen! Ich habe ein Irrtum jetzt. Mein Name ist Siegfried Schwaderlapp. Ihr könnt mich aber Sigi nennen. Und ich improvisiere auch nicht, ich singe ein Lied. Das gibt's schon, der Text ist hier auf dem Zettel. Soll ich anfangen? Ich fange einfach mal an. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Jeder Mann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Weißt du, was für ein wunderschöner Mann. Das ist aber nicht Sweet Lady Samba. Ich habe es doch gleich gehört. Ja. Schwaderlapp. Oh, Tyrantia Wampa. Ach was. Oh, Junge. Also du begeisterst mich. Ja. Das glaube ich sofort. Oh, guck mal. Ich liege dir zu Füßen. Ja, und jetzt? Und jetzt singen wir gemeinsam. Ah, können Sie so auswendig oder mit drauf gucken? Oh je, das wird schwierig. Hast du eine Brille? Sagst du mir den Text vor. Uhu, aha, du bist so heiß wie ein Vulkan. Uhu, aha, und heute verbrenne ich mich daran. Jeder Mann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt um dich vergisst. Tanze Samba mit mir. Ich will Samba mit dir tanzen. Das wird mir aber jetzt ein bisschen heiß hier. Junge. Ich bin ledig. Wie schön. Immer schon. Komm mit mir. Ja, das ist aber jetzt. Tja, meine Damen und Herren, das war... Ja, kommen Sie doch. Lars Wetzold, Improvisationskünstler erster Güte. Wir Was? Hören jetzt die Meinung der Jury. Was? Soll ich nochmal singen? Nein, also. Die Jury. Ich habe da mal eine Frage vorweg. Tyrannia, was hattest du da eigentlich auf der Bühne zu suchen? War das abgesprochen? Das ist nur eine rhetorische Frage, du musst nicht antworten, aber... Falls nein, das wird ein Nachspiel haben, ja? Heidegger, haben Sie es nicht verstanden? Das ist es doch gerade, worum es im Impro-Theater geht. Hä? Sachen passieren und der Künstler reagiert drauf. Das ist nie abgesprochen. Tyrannia wurde wahrscheinlich von dem lovely Gesang des jungen Mannes angelockt. Die beiden passen aber auch wirklich gut zusammen. Mary, also du hast wirklich einen seltsamen Geschmack. Und darüber hinaus finde ich, dass so ein Auftritt, der muss Struktur haben. Ja, ich kann das nicht gutheißen, wenn da einfach sowas aufs Geratewohl gemacht wird. Nein, ja, Kunst bedeutet doch Disziplin. Der Preis für den Erfolg ist Hingabe und harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will. Ja, der Dödel versteht mal wieder gar nichts. Nicht auszuhalten! Wenn ich's richtig verstehe,
beurteilen wir heute die Kunst der Improvisation und die ist doch eindeutig gelungen. Und das Lied hat mir auch very gut gefallen. Und ja, Heidegger, der junge Mann tut wirklich alles für die Damenwelt, um unattraktiv zu sein. Aber das ist gerade sweet. Leute, alles klar, damit sind sich alle, fast alle einig. Bis auf Heidi. Nicht wahr, Heidegger? So, das war's mal wieder für heute. Und jetzt sinne Sie noch, rucki zucki. Tja, meine Damen, meine Herren, das war's mal wieder. Eine hervorragende Show mit dem Improvisationskünstler Lars Wetzold von der Comedy Company. Auch ich, Lars, war einst ein großer Improvisationskünstler. Mhm. Paris, London, New York, Hollywood. Ich habe Drehbücher gemacht. Ohne doppelten Boden habe ich die Massen hinweggerissen. Mach. Ja, bleiben Sie uns gewogen. Bis auf bald.